Rochlitz ist eine große Kreisstadt im Landkreis Mittelsachsen im Freistaat Sachsen mit knapp 6000 Einwohnern. Ist Rochlitz die kleinste sächsische Stadt mit dem Status einer großen Kreisstadt. Rochlitz liegt zwischen Chemnitz und Leipzig im Tal der Zwickauer Mulde. "2006 vollständig saniert, geht die Einweihung der Rochlitzer Hängebrücke über die Zwickauer Mulde auf das Jahr 1958 zurück. Alle Vorgängerbauten, erwähnt bis ins 17. Jahrhundert, fielen dem Hochwasser zum Opfer. Die Fußgängerbrücke verbindet die Ortsteile Zassnitz mit der Kernstadt Rochlitz. Sie ist auch Bestandteil des Muldental-Radwanderweges. Die Schlossmühle Rochlitz ist eine historische Wassermühle an der Zwickauer Mulde unterhalb vom Schloss Rochlitz gelegen. Sie wurde bereits im 13. Jahrhundert erwähnt. Die Eisenbahnbrücke der mittlerweile stillgelegten Strecke Clara-Großboden wurde 1875 erbaut. Die St. Petri-Kirche ist als Kirche des Burgwartes Rochlitz, erster Erwähnung 1186, die älteste Pfarrkirche zu Rochlitz. Der spätgotische Neubau erfolgte erst 1470 bis 1499. Hoch über der Zwickauer Mulde thront malerisch das Rochlitzer Schloss. Weithin sichtbar prägen die beiden Türme das Rochlitzer Muldental. Die Geschichte des Schlosses ist in weiten Teilen kaum von der sächsischen Landesgeschichte zu trennen. Diente es doch den Markgrafen, Herzögen und späteren Kurfürsten von Sachsen oft zur Hofhaltung. Thank you.
Die massiven Türme sowie das Innere der Burg bieten ein weitgehend unverfälschtes Bild einer spätmittelalterlichen Schlossanlage. Eine sehr schöne, aus rotem Porphyr hergestellte kursächsische Postmeilensäule, die noch sehr gut erhalten ist. In vielen Gebäuden in Rochlitz ist in irgendeiner Form roter Porphyr verbaut. Der Rochlitzer Porphyr wird am Rochlitzer Berg und in einem kleineren Steinbruch auf der Pappelhöhe bei Rochlitz seit vielen Jahrhunderten als Naturwerkstein abgebaut. Rochlitzer Marktplatz ist das Herzstück des städtischen Lebens. Seine Ausdehnung ist schon außergewöhnlich. Im Jahr 2000 erfolgte seine Sanierung. Neben Handel ist der Marktplatz Heimatstätte für kulturelle und sportliche Höhepunkte wie Hexenfeuer, Fürstenzug oder auch der jährlich stattfindende Weihnachtsmarkt. Hier befinden wir uns am Rochlitzer Töpfmarkt. Dieser sehr schöne Steinmetzbrunnen wurde im Jahr 2007 geschaffen. Am östlichen Ende des Marktes befindet sich die Kunigundenkirche. Über die Entstehungszeit des ersten Gebäudes ist nichts bekannt. Das heutige Gebäude stammt im Wesentlichen aus dem 15. Jahrhundert. Die Hallenkirche beeindruckt besonders mit ihrem reichen Maßwerk aus Rochlitzer Porphyr. Der Clemens-Pfau-Platz, früher Neumarkt, ist der zentrale Ort der Untervorstadt, benannt nach dem bedeutenden Rochlitzer Heimatforscher Dr. William Clemens Pfau.
Rochle zur Muldenbrücke wurde in gerade mal 7 Monaten in den Jahren 1933-34 errichtet. Sie ist 115 Meter lang.